Maxi Wolf. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ihr seid der Hammer. Dankeschön. Ja, ihr dürft mir glauben, heute Abend bin ich besonders froh, dass ich psychisch so stabil, also dass es mir so gut, also dass ich keine Probleme oder so, also meine Tabletten sind echt der Knaller. Ja, der Sebastian hat es jetzt nicht gesagt, er hätte schon gedurft, weil das ist so ein bisschen der Grund für mein Handicap. Es ist so, ich komme halt aus Weißenhorn. Weißenhorn, angemessene Reaktion, dankeschön. Weißenhorn liegt in Bayerisch-Schwaben. Bayerisch-Schwaben, der Gazastreifen Bayerns. Und da falle ich natürlich auf in Weißenhorn. Ja? Ich meine, über 30, kein Mann, kein Haus, keine Kinder. Ich gelte als gescheiterte Persönlichkeit. Aber ganz ehrlich, was kann ich dafür? In Weißenhorn, da heiraten alle das Erstbeste oder das Letztmögliche. Ja. Da bin ich halt irgendwo zwischendurch geschlupft. Beziehungsweise ich habe meinen Kopf gerade noch aus der Schlinge gezogen. Ich hatte ja auch schon mal so einen Ding, so einen Mann. Ja, aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, also so ein Mann... Das ist wie so ein Muttermal. Ja, wirst du nicht mehr los, außer mit dem Messer. Mit so Sprüchen finde ich halt nie einen Mann, sagt mein Bewährungshelfer. Der sagt, ich soll als Frau doch lieber die leisen, süßen Töne anklingen lassen. Hm? Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie mucksmäuschenstill und so süß ich war, als ich sein Blut weggewischt habe. Ich weiß, was ihr euch jetzt denkt. Ihr fragt euch, was macht die Kathi eigentlich beruflich? Ich bin Psychologin. Deswegen wusste ich ja, was ihr jetzt denkt. Und jetzt in dem Moment denkt ihr euch, oh fuck, Psychologin, die kann man doch nicht auf Menschen loslassen. Keine Sorge, ich arbeite bloß mit Kindern. Ja, und Jugendlichen, also mit schwer erziehbaren Eltern. Jetzt verkacken ja nicht die Kinder, also die kommen ja nicht auf die Welt und sind einfach kacke. Die verhalten sich halt kacke, weil die Eltern verkackt haben. Und wer darf's ausbaden? Kathi. Die Eltern, die gehen mir so auf den Zeuger, wie man bei uns sagt. Ja, wenn ich dann, ich habe manchmal unangenehme Fälle, dann muss ich halt so einen Kinderschutzfall melden, dann wird das alles verfolgt, dann stehen die Eltern völlig aufgelöst vor mir. Oh Gott, Frau Wolf, muss ich jetzt ins Gefängnis? Dann sage ich, nein, jetzt machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier immer noch in Deutschland. Sie haben nur ein Kind misshandelt, wenn Sie ins Gefängnis möchten, dann müssten Sie schon Steuern hinterziehen. Vielleicht auf drei ein kleines Fuck the System. 1, 2, 3. So sieht's nämlich aus. Naja, die Kinder, ich muss sagen, die Kinder, die sind mir eigentlich die Liebsten an dem ganzen Job. Also die Eltern, die gehen mir total auf den Zeiger, aber die Kinder, die sind wahnsinnig cool. Ich meine, das ist immer so witzig mit denen. Weil in der einen Sekunde, da stehen die vor allem, so Herzchen in den Augen, sagt, oh, Frau Wolf, ich küsse deine Augen. Und nächste Sekunde, Alter, Frau Wolf, ich fick deine Mutter. Es juckt mich aber nicht, wirklich kein Problem für mich. Ich meine, ich bin ja alles gewohnt von meiner jahrzehntelangen Bühnenkarriere, da habe ich ja wirklich alles schon erlebt. Ich hatte alles schon, außer den großen Durchbruch, habe ich wirklich alles schon gehabt, außer viele Fans. Ich hatte sogar schon einen eigenen Hater. Ja, und eigentlich haten Hater nämlich nur so im Internet und so. Mhm. Aber mein Hater, der war so alt, selbst zu alt für Facebook. Der hat einen Leserbrief geschrieben. Ja. Und die Lokalpresse in Weißenhorn, die hat halt leider das ganze Jahr Sommerloch und den auch noch gedruckt.
Und so wurde ich halt einfach knallhart gehatet in der Lokalpresse, im Leserbrief für eine, Obacht, jetzt kommt's, ekelhafte Menstruationsszene in einem Film, in dem ich mitgespielt habe. Ich gehe davon aus, den habt ihr alle gesehen, oder? Deswegen seid ihr heute hier. Nicht? Oh, Klausi, du hast den noch gesehen. Nein, oh mein Gott, der guckt wie das Reh, wenn das Auto kommt. Nein, Klaus, ich erkläre kurz dir die Szene, weil wir sind heute nur so stark wie unser schwächstes Glied. Pimmelwitz! Nein, ich erkläre dir kurz die Szene, da müsst ihr jetzt, hört weg, ihr kennt ja die Szene. Es ist so, da tropft, man sieht so Tropfen in einen Schlüpper, ja, rote Tropfen, Blut, und dann wird der Schlüpper hektisch von Klopapier umwickelt, Cut-Szene vorbei, ekelhafte Menstruationsszene. Bleh. Gut, dass man sich mit den nötigen kognitiven Ressourcen zusammenreimen kann, dass es sich bei einem Film womöglich um Kunstblut handelt. Die haben nämlich weder die Zeit noch das Geld, den ganzen Monat auf die Kathi zu warten. Aber mein Hater, das war halt auch kein Otto Normalklaus. Mein Hater, der ist, und es ist kein Witz, praktizierender Gynäkologe aus meiner Nachbarstadt. Ein praktizierender Gynäkologe, der ein Problem hat mit Kunstblut. Ja, da komme ich als Psychologin auch an meine Grenzen. Aber ich liebe Herausforderungen. Ihr könnt euch vorstellen, was es mir für eine Freude war, bei dem Herrn Doktor einen Termin auszumachen. Zum Höhepunkt meiner Menstruation. Das war so ein Blutbad, ich musste echt selber weggucken. Nein, ich mache nur Spaß, natürlich habe ich voll hingeguckt. Und als die ganze Nummer dann vorbei war, habe ich gesagt, so, tschüss Herr Doktor, noch so ein Leserbrief und ich komme mit all meinen menstruierenden Freundinnen und wir drehen hier drin den nächsten Zombie-Film. Ja, seitdem ist Ruhe. Also seitdem habe ich keinen Hate so großartig mehr gehabt. Und es perlt alles an mir ab, upsala, auch so in der Arbeit, wenn jetzt da so ein junger Mensch sich vor mir aufbaut und mir ins Gesicht brüllt, er möchte den Geschlechtsakt mit meiner Mutter vollziehen, da bleibe ich voll cool. Dann sage ich, okay, aber Hand drauf, Junge, weil meine Mutter hat ein bisschen Schiss, du rufst nie an. Paradoxe Intervention nennt man das, nur so als Tipp. Ich muss ja ständig Tipps geben als Psychologin, Junge, es nervt so. Ich sage dann einfach immer, mach positive Psychologie, man sieht überall was Gutes. Da muss man natürlich auch ein bisschen trainieren dafür. Deswegen würde ich sagen, seid ihr soweit für eine Mitmachnummer? Okay, wir machen eine Achtsamkeitsübung. Das entspricht dem aktuellen Energielevel. Einatmen, ausatmen. Nur Hochbegabte. Wirklich. Achtsamkeit, das ist der Shit. Ich lebe total achtsam. Ich habe das jetzt auch meiner Oma erzählt. Oma, ich bin jetzt achtsam. Die wurde gleich so ein bisschen panisch. Mädle, ist das auch ansteckend? Ich sag nö, das heißt, ich lebe im Hier und Jetzt, weil ich vertraue voll auf die Macht des Universums. Meine streng katholische, in Sachen Bibel fast schon fundamentalistische Oma hat mich dann nur angestarrt. Und so an Krust glaubst du? Haja. Immerhin it evangelisch. Ich sag, Oma, wir brauchen Achtsamkeit. Schau dich mal um, die Pandemie hat's doch gezeigt. Alle Ellenbogen raus und so. Ja, Mädle, das hätte ich sowieso nicht verstanden, warum ihr euch in Lockdown ums Klopapier geprügelt hättet. Wir im Krieg, wir hätten halt einfach ein Zeitungspapier genommen. Das erklärt mir natürlich die nach wie vor sehr hohe Auflage der Familie Springer. Mädle, ja, lass man durch oder nein? Ja, komm. Okay, reicht. Mädle, und das mit dieser Hamsterei, Nudeln, Mehl, Hefe, wer soll das alles fressen? Bei uns nach dem Krieg, da haben wir halt Kartoffeln gehabt und waren zufrieden. Es gab Kartoffeln mit nichts und wir waren zufrieden. Kartoffeln mit nichts, Oma, das kann man heutzutage nicht mehr bringen, Kartoffeln mit nichts. Poste das mal bei Insta. Habe ich ja jetzt wirklich mal gemacht. Bild hochgeladen von Kartoffeln mit nichts. Drunter Hashtag Bio, Hashtag Vegan, Hashtag Superfood. Der Post ging so durch die Decke. Ich weiß nicht, wie viele Leute mich angeschrieben haben, ob ich das Rezept hochladen kann. Junge, Junge. Ja,
Ich komme allgemein richtig gut an im Internet. Ich habe nur so ein Problem, dass die Leute mich so wahnsinnig überschätzen. Die stellen mich auf so ein Podest. Das könnt ihr alles nachlesen, was die mir da schreiben. Da schreibt mir einer, hey, du verhütest doch mit deinem Gesicht. Als hätte ich krasse Superkräfte. Ich bin auch nur eine von euch. Ich mache das wie ihr. Was die Leute sich für Gedanken über mich machen. Dann einer, das ist kein Witz, der schreibt drunter, die wurde doch als Kind vergewaltigt, deswegen der Männerhass. Wo hasse ich Männer? Ich liebe Männer. I love Klaus. Ich als eure Psychologin bin nämlich diejenige, die Männer immer in den Schutz nimmt. Ja, ich sag immer, Leute, da muss man mal Verständnis dafür haben. Jahrtausende lang erfolgreich gelebtes Patriarchat und dann vor 100 Jahren aus dem Nichts, zack, bum, bam, das Wahlrecht für Frauen. Seit über 40 Jahren gehen wir Frauen zum Arbeiten, ohne davon bei unserem Mann um Erlaubnis zu betteln. Und jetzt ist es so typisch, Frau, kleiner Finger, ganze Hand, jetzt wollen wir wieder das Vollprogramm. Ja, wir wollen nicht nur mitgemeint, sondern selber angesprochen werden. Wir wollen nicht nur die gleichen Jobs, sondern auch noch die gleiche Kohle. Und am liebsten, da wollen wir ja noch die Hälfte der Macht. Ladies! Jetzt schalten wir mal alle einen Gang zurück. Liebe Ladies, jetzt sind wir mal dankbar für das, was wir haben. Und wir haben schließlich schon die Frauenparkplätze. Woo! Und für den Weg ins überwachte Parkhaus zu unserem Frauenparkplatz, ja für den Weg dahin, da hat der liebe Gott das Pfefferspray erfunden. Das schadet uns auch nicht, wenn wir nachts aus lauter Angst heimrennen und nicht gemütlich heimschlendern, weil beim Schlendern hat noch keine Kalorien verbrannt, so wie es von uns erwartet wird. Ich sehe das schon, die Gedankenwolke über euch. Oh nee, so eine Feministin. Feministin. Feministin, das klingt doch schon so unrasiert und ungevögelt. Na gut, was soll ich dazu sagen? Was soll ich jetzt dazu sagen? Verstehst du? Ich habe halt keinen Bock, dass jemand aufgrund seines Geschlechts, Alters, Herkunft, sexuelle Orientierung, egal wegen was, diskriminiert wird. Deswegen bin ich halt so eine Feministin. Ja, aber ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe nicht nur Feminismus, sondern ich bin auch sapiosexuell. Sapiosexuell bedeutet Intelligenz attraktiv findend. Da komme ich als hetero Frau an meine Grenzen. Find da mal bumsbares Material, natürlich bin ich untervögelt! Das kann sie doch nicht sagen, meine Güte! Doch, weil diejenigen, die es betrifft, haben sowieso nicht kapiert. Dankeschön! Liebe Leute, das war Kathi Wolf!